Ja, hallihallo, noch einmal kurz zurück. Ich habe ja gesagt, ich melde mich noch einmal, denn der Vollständigkeit halber haben wir ja zwei Erinnerungen noch nicht vergessen, nämlich diese zwei hier, und die will ich euch jetzt noch mal zeigen, wo die sind. Und zwar befinde ich mich jetzt in dem Bereich der Stadt, der Innenstadt oder Großstadt, Innenstadt, ich glaube Innenstadt, Stadtviertel, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, seht eh, wo ich mich da gerade befinde, allerdings nach der Fabrik. Also ich habe die Fabrik gerade absolviert und bin jetzt wieder hier zurückgekommen, und wir holen uns jetzt noch die letzten zwei Erinnerungen. Zum einen, die erste liegt da oben gleich, denn jetzt sollte hier dieses Tor offen sein, also diese Tür, genau, und da liegt sie, da oben. Die habe ich einfach übersehen. Die habe ich einfach übersehen gehabt beim ersten Mal. Die Wächter, sie hatten die Aufgabe, die Menschen zu beschützen. Sie sollten Verbrechen bekämpfen und für Ordnung sorgen. Aber als das Leben in der Stadt immer härter wurde und sich Gruppen bildeten, wurden die Wächter schnell zu den Handlangern der Mächtigen. Sie waren das perfekte Werkzeug, um die Stadt unter Kontrolle zu halten. Gehorsam, nichts hinterfragend und unermüdlich. Selbst nach dem Aussterben der Menschen übten sie weiterhin ihre Kontrolle aus. Immer im Dienst, unablässig. Das war die vorletzte. 96% haben wir, und jetzt holen wir uns noch die letzte. Und die ist in diesem Club hier drinnen. Da waren wir ja drinnen, aber ja, wie gesagt, zu wenig genau geschaut, mal wieder. Sollte da oben dann offen sein, wenn mir nicht alles täuscht. Oder muss ich da jetzt noch was machen dafür? Moment, das weiß ich gar nicht. Wenn nicht, dann... Ich glaube, ich bin noch gar nicht so weit. Ich muss da vorher noch was machen. Ah, jetzt muss ich kurz nachdenken. Was muss ich denn da vorher noch machen? Mit wem muss ich... Ah ja, ich Blödsinn. Okay, ich muss mich da oben nochmal melden bei Clementine, glaube ich. Aber das mache ich gleich. Das mache ich gleich. Egal, das machen wir gleich. Und dann, glaube ich, ist hier erst offen. Ich habe sowieso einen Speedrun gemacht jetzt. Ich glaube, in 5 Minuten habe ich das alles erledigt gehabt. Bis hierher. Ja, das ist mir jetzt alles so egal, da ziehen wir jetzt durch. So, tschüss. Bist du mir etwas zu langsam, mein Freund? So. Ja. Falsche Richtung. Dann hier. Und hier. So. Wir Wahnsinn, ne? Na ja, da brauchst du nicht reinschießen. So, genau, jetzt stehen nämlich diese vier Sachen da. Jetzt weiß ich ja mittlerweile, wo die sind. Ja. Gut. Zum einen, ich glaube, da war nichts, gell? Bei dieser Lavalampe war nichts, glaube ich, oder? Das jetzt, man weiß zwar, aber man muss trotzdem alles erst finden wieder, sonst wird es nicht getriggert. Also ich glaube, eine war mal oben hier. Eine war da oben in der Chillout-Zone. So. Genau, das war mal Blazer. Dann haben wir... Die zweite war hier dann. Kommt in den, ja. Dann haben wir eine gehabt da oben, glaube ich. Nachtclub, genau. Und die vierte... War das die da unten, glaube ich, gell? Ja, ich bin bei... So, jetzt haben wir alles. Ich bin bei Blazer, kommt in den Nachtclub, genau. Und jetzt können wir runter. So, dann wieder hier runter. Um die Ecke. Ja. Dann hier rum. War das hier, glaube ich, ja.
Speedrun-Taktik, ne? Wahnsinn, ne? Da sagt's nichts mehr, ne? So. Und genauso habe ich es auch, hab auch vorgemacht mit dem Arbeiterhelm und mit der Arbeiterjacke oder Weste. Denn da bin ich gleich einmal rauf zu ihr am Anfang, habe ich mit ihr gesprochen. Dann bin ich runtergegangen, bin gleich in das Gewandgeschäft gegangen. Vorher habe ich noch die ganzen Sicherheitskameras ausgeschaltet. Habe ich mir gleich die Kassette geholt von ihm. Habe ich das gleich erledigt, die Jacke gestohlen im Gewandgeschäft. Und dann bin ich gleich rüber in den Laden, in das Pub. Habe ich den Besoffenen aufgeweckt. Und dann bin ich runter und bin in das Hutgeschäft. Und habe mir dann noch den Helm geholt. Und ja, dann habe ich das alles erledigt gehabt. Habe ich mit Bläser gesprochen, gleich in die Fabrik rein. Das Rätsel gelöst, um die Atombatterie zu holen. Und ja, war in 5 Minuten fertig. Also wenn man es weiß. Und hier nämlich ist ein Lift, ein Essenslift oder keine Ahnung. Und kommt man hier in einen unteren Bereich und das habe ich übersehen. Und hier holen wir uns jetzt die allerletzte Erinnerung. Bin gespannt, ob es da dann ein Achievement gibt dafür. Als ich noch ein Mensch war, feierten meine Freunde und ich bis tief in die Nacht, auch wenn wir am nächsten Morgen die lästigen Konsequenzen zu tragen hatten. Das kenne ich von wo. Es fühlte sich gut an, Freunde zu haben, trotz der unbewohnbaren Außenwelt und der immer erbärmlicher werdenden Lebensbedingungen hier unten und der kapitalistischen Gier von Unternehmen wie der Neko Corporation und des Polizeistaates, den die Wächter aufgebaut hatten. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das getan haben. Ich erinnere mich, Goldtrophäe erhalten. Wahnsinn. Coole Sache. Ich erinnere mich jetzt an alles. Ich fühle mich großartig. Ich danke dir so sehr. Hier ein kleines Geschenk für dich, okay? Sag bloß, jetzt kriegen wir Abzeichen auch noch. Was haben wir da jetzt bekommen? Haben wir da... Oh! Sag bloß... Schaut, was das Geschenk ist. Das leuchtet jetzt in allen Farben. Na, ist das cool? Also das ist doch was, ne? Also, Wahnsinns-Outfit, ne? Schaut das edel aus? Wow. Okay, gut, dann haben wir das auch noch komplettiert. Schauen wir noch einmal kurz rein. Und ja, ich lese noch mal kurz alles durch, weil es egal ist. Warte, ich erinnere mich die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der... Okay, ich glaube, mehr kann man da nicht lesen. Ich tue es gleich so weiter. Schau, die Aussicht von hier aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Er war krank, das war seine letzte... Okay, das kann man gar nicht ganz komplett lesen. Ja, aber ist egal eigentlich. Na, sollen wir jetzt alles nochmal... Na, schauen wir uns nicht alles nochmal an. Haben wir ja übrigens alles gelesen. Ja, haben wir alles gelesen. Ihr müsst euch das Let's Play nochmal ansehen und dann könnt ihr es... Okay, na, es reicht. Dauert dann schon wieder zu lang. Okay, dann haben wir das erledigt. Gespeichert hat es hoffentlich. Vor drei Minuten. Okay, na gut, dann muss ich noch irgendwas triggern, dass es speichert. Weil sonst komme ich da wieder zurück auch. Wie komme ich denn da jetzt wieder? Okay. Da muss ich noch irgendwas kurz machen, dass das wieder getriggert wird. Weil sonst speichert es nicht. Und ich kann das Ganze wieder machen. Hat es jetzt gespeichert? Na, noch immer nicht. Okay, dann... muss ich irgendetwas noch ganz kurz triggern? Ist da oben eigentlich? Da wollte ich auch noch ganz kurz schauen. Ja. Das ist auch ausgegraut. Da ist doch sicher auch noch irgendwas, oder? Da wollte ich das letzte Mal schon schauen. Okay, da muss man den Trink holen.
den Drink müssen wir da holen für den einen, dann kriegen wir den Hebel. Das mache ich auch noch schnell. War der da hinten irgendwo? Da war es, oder? Seltsames Getränk. Moment, ich schaue mal ganz... Nein, nein, nicht runter, ich will nicht. Ach Gott, ich will doch da nicht runter, schon wieder. Aber wenn ich schon da bin, schaue ich aber trotzdem noch schnell was. Da kann man aber nicht drauf, oder? Das mit dem Plattenspieler, das ist auch noch eine Sache, die mich noch interessiert hätte. Aber weiß ich, wie cool das Outfit jetzt ausschaut, ne? Wie cool das ausschaut. So, da oben war eh nichts, glaube ich, sonst, oder? Kann man da... Na, kann man eh nicht. Wohl? Na. Na. Gut. Dann wieder rauf. Der Plattenspieler. Die eine Platte, die wollte ich ursprünglich noch... Ist da noch irgendwas? Ist da was? Weil da habe ich mich vorher wirklich ein bisschen zu wenig umgeschaut. Aber ich glaube, da ist sonst eh nichts. Okay, ich muss zuerst einmal... Das ist nämlich ausgegraut, das verstehe ich nicht. Ich will, dass ihr alle eure Prozeduren bis zum Maximum aufdreht. Ah, okay. Hätte ich da alle vorher auch machen sollen. Keine Ahnung. Ah, das bringt mich jetzt hoch. Okay, okay, okay. Das will ich noch gar nicht. Okay, das muss man sowieso machen. Blödsinn. So, dann will ich da noch ganz kurz dem das geben. Oder der. Ja, ja, danke für den Hebel. Na, das will ich nicht. Das will ich dir geben. So, jetzt wird schon wieder ganzer Bart draus, ne? Ist ja schlimm. Schlimm ist das. Hallo, kannst du? Okay, wenn ich alle zwei schnell drücke. Wieso ist das vorher nicht gegangen? Kann ich jetzt? Bringt das was? Jetzt habe ich alle zwei unten. Ist, glaube ich, wird, glaube ich, egal sein, oder? Die Platte, ne? Irgendwas kann man da sicher noch machen. Naja. Dann sei es, wie es sei. Ich weiß auch gar nicht, wie die Jessie das gemacht hat beim letzten Mal. Was hat sie gespielt? Muss man darauf? Kann es gerade gar nicht sagen. Oder war das hier? Wir waren das letzte Mal oben bei dem Typen da mit dem Zylinder, ne? Okay, egal. Ah, da liegt's. Ich hab's. Ich hab die Platte. Da liegt's. Da liegt's am Tisch. Da liegt sie. Denn die, ja, die habe ich vorher nicht gefunden. Also dann geht's wirklich. Dann kann man die da wirklich drauflegen. Dann machen wir das noch. Okay. Und? Bringt das jetzt was? Na, einfach nur für die... Hardcore. Okay. Na cool, ne? Okay, dann haben wir das auch noch gesehen. So, habe ich jetzt 8 Minuten noch immer nichts bewirkt. So, aber ich glaube, jetzt können wir darüber. Ich will nur, dass er Speicherung macht wieder. So, dann war da hier. Ja, ich glaube, so hat es gepasst. Na, so nicht. Das ist zu hoch.
Das war zu hoch. So auch nicht. Irgendeine Position ist die richtige. Jetzt, oder? Jetzt passt's, ne? Ja, ich glaube, jetzt passt's, oder? Oder doch noch nicht? Doch noch nicht? Irgendwas? Okay, jetzt sind die da. Jetzt, oder? Jetzt haben wir's aber. Jetzt aber. Jetzt soll's passen, glaube ich. So, und dann mache ich wieder mal Speicherung. Jetzt, glaube ich, jetzt macht's auch einen Save Point. Dann haben wir das jetzt endlich erledigt. Diesen Zusatzpart. Hat sie es jetzt gespeichert? Na, noch immer nicht. Letzte Speicherung vor 9 Minuten. Okay. Müssen wir immer noch nicht. So. Da war ja dann eh nichts mehr, oder? Jetzt schaue ich da, aber sie sehen auch cool aus, die Bänke hier. Da zu wenig umgesehen vorher. Was hast du gesagt? Oh, keine Ahnung. Aber Wahnsinn. Unser Outfit ist grandios. So, aber jetzt soll es dann mal eine Speicherung geben. Ist nur, dass es speichert, dann kann ich rausgehen von diesem Kapitel. Ja. Ja, ja, ja. Blazer, du schlimmer, du. Du Bad Boy. So. Also wenn man da wirklich so einen Speedrun macht, da hat man das Spiel, glaube ich, in 2 Stunden durch. Wenn man überhaupt, 1,5 Stunden, sage ich mal, ist man da durch. Wenn man muss ja viele Sachen nicht machen. Ne? So, jetzt hat es aber abgespeichert, oder? Ja, vor 9 Sekunden. Okay, gut. Das heißt, ich kann zurück. Ich kann beenden. Ja, dann schaue ich noch einmal ins Finale. Kapitel wählen. Wo es aus ist, also wo es dem Ende entgegengeht, im Kontrollraum im letzten Bereich. Und da mache ich dann ein Ende. Kann man eigentlich hier die Lampe einschalten? Mal darauf? Nicht wirklich. Okay. Sesam, öffne dich. Genau. So. Gut. Wir alle wissen, was hier passiert. Kurz vor dem Schluss, kurz vor dem Ende. Genau. Und hier sieht man nochmal ganz schön diesen wunderschönen Anzug von mir. Ja, hat er sich doch noch bezahlt gemacht, dass ich noch das ein oder andere gemacht hatte. Und wie gesagt, alle Erinnerungen 100% haben wir erledigt. Das Spiel zu 100% durch. Alles gefunden. Okay. Meine Lieben, Dankeschön fürs Zusehen. Noch einmal das allerletzte Mal. Und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bei einem neuen Projekt, das sicher genauso spannend wieder werden wird wie dieses hier. Ciao. Ja, hallihallo, noch ein letztes Mal zurück. Ich habe noch etwas vergessen, denn ja, wie gesagt, wir haben jetzt alle Erinnerungen, wir haben das Outfit neu, wir haben eigentlich jetzt fast alles, aber noch nicht ganz alles. Denn eine Kleinigkeit fehlt uns noch. Denn unsere Abzeichen, schaut mal hierher. Es gibt 6 Abzeichen. 3 haben wir da. Aber hier haben wir nur 2. Das heißt, es fehlt uns noch ein Abzeichen. Dann haben wir auch das komplett. Und das holen wir uns jetzt noch. Und ich habe nachgeschaut, ich sag's ehrlich. Und das holen wir uns jetzt. Weil das hätte, auf das wäre ich nicht drauf gekommen.
Das ist nämlich verdammt gut versteckt. Also ich hab gesehen hier beim Fetzengeschäft, beim Gewandgeschäft, hier in diese Seitengasse hier rein und dann hier über sämtliche Ventilatoren hier nach oben, dann hier über dieses Wellblechdach nach vor, immer wieder weiter nach oben, dann hier oben, dann hier nach oben und wieder weiter rauf und wieder weiter rauf. Und hier seht ihr ein Fenster, ein vergittertes, und da schauen wir jetzt nach unten und da liegt eine Leiche und mit der interagieren wir jetzt. Polizeiabzeichen. Und jetzt haben wir auch das und eine weitere Goldtrophäe Abzeichen erhalten. Und jetzt sind wir wirklich perfekt, ja, mit 6 Abzeichen und einem wunderschönen Outfit. Coole Sache, ne? So, und das war's jetzt wirklich zum letzten Mal. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.